Hallo, willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession Elder Scrolls Online. Kleine Ankündigung, die Folgen werden etwas kürzer. Ich habe im Moment wenig Zeit, möchte trotzdem weiterhin jeden Tag eine Folge rausbringen, deswegen sind es jetzt mal, ja, 20 Minuten Folgen. Okay. So, schauen wir doch mal. Trefft Schleifgleise an den Docks, das machen wir. Ich mache erstmal die Nebenquests, bevor ich die Wir Hauptquest noch haben mal doch angehe. das Tamrid-Lager gerettet Habe und ich ja. Resal Jul getötet. Auch das Ich habe ich hoffe, ja. ihr habt ihn ordentlich leid So, dann gucken wir doch mal. Also, an den Docks. Ich habe jetzt alles an Quests irgendwie angenommen, was da war. Damit wir das auch irgendwann mal durchkriegen. Ich hoffe, ich finde, kriege das mit den kürzeren Folgen hin, aber ich denke schon. Die Docks, wo haben wir die? Da, okay. So. Ja. Das kriegen wir nicht hin, das kriegen wir hin. Das geht da lang, das kriegen wir auch hin. So. Okay. So, noch willst du mich verarschen. So. Ach, das sind die falschen Docks. Okay, egal. Zack. Zack. Zack, ohne Fallschaden ist ja super. Jo, ich höre mich auch noch mal ein bisschen belegt an. Die Stimme ist immer noch nicht ganz auf dem alten Stand, aber na, wo ist sie denn? Ich höre. Ich höre aber keine Rede. Ach, wo soll ich denn hin? Da. Na, aber jetzt. Nur nicht runterfallen. Ich steig mal sicherheitshalber ab. Ach Gott, ist der versteckt? Hier, ja? Ach, im Lagerhaus. So. Diesmal habt ihr einen großen Fehler gemacht, ihr Echse. Meine Agenten werden euch finden und dann mache ich eine Handtasche aus eurer Haut. Oh Gott, nicht wirklich, oder? Ihr habt die Vorgeschichte ja mitbekommen. Ja, naja. Es braucht eine Weile, aber mir ist endlich die beste Methode eingefallen, um Anaris eine Lektion zu erteilen. Ich verspreche, das wird schon bald alles einen Sinn für euch ergeben, mein Freund. Was machen wir hier? Schleicht leise. Und ist das die gefesselte Analis, dort hinten? Vertraut mir, bleibt noch einen Moment lang ruhig und alles wird sich klären. Okay. Mein Mitarbeiter ist mit der Antwort aus dem Herrenhaus zurück. Würdet ihr sie gerne hören? Ja, klar. Lösegeld? Das ist euer Plan? Mein Verwalter hat klare Anweisungen, nicht mit Entführern zu verhandeln. Er meinte, wenn auch nicht in diesen Worten, das ist unerhört. Sie ist nicht mal halb so viel wert. Dieser alte Bock! Da ich nun aus dem Weg bin, hofft er wohl darauf, die Geschäfte zu übernehmen. Habt ihr Genau. meine Mutter kontaktiert? Sie ist zu dieser Jahreszeit in Vrodgar, richtig? Wegen Handelsvereinbarungen. Wir haben keine Zeit, sie zu erreichen. Bindet mich los und wir vergessen das hier, schleicht leiser. Um der alten Zeiten willen. Ach, hört ihr plötzlich. mir zu? Danke für eure Geduld bei all dem. Ich hoffe, ich klang überzeugend. Und jetzt? Anaris muss erkennen, was sie falsch gemacht hat. Leute sind kein Eigentum. Man darf sie nicht verkaufen und mit ihnen handeln. Und man darf sie ganz sicher nicht zu Sklaven machen. Also, ihr habt sie entführt und verlangt ein Lösegeld? Wetten, dass ein Nein kommt?
Es gab keine Lösegeldforderung. Das habe ich alles erfunden, um ihr Angst zu machen. Bisher weiß noch niemand, dass sie verschwunden ist und ich würde auch wollen, dass es so bleibt. Und was machst du dann? Nehmt diese Briefe. Ich will nicht, dass Agenten ihrer Familie auf der Suche nach ihr hierher kommen. Daher habe ich Briefe gefälscht, die ihre Abwesenheit erklären. Verteilt sie einfach im Wilmont-Herrenhaus. Das wird mir die Zeit verschaffen, die ich brauche. Wozu? Zeit für Anais, ihre Lage zu überdenken und herauszufinden, ob es die eigene Einstellung zum Halten von Haustieren und Sklaven ändert, wenn man selbst gefangen und machtlos ist. Sobald sie ihre Lektion gelernt hat, lasse ich sie wieder frei. Trefft mich im Diebesnest, nachdem ihr die Briefe verteilt habt. Alles klar. Ich hasse es. Ich muss wieder schleichen, aber egal. Dann schleichen wir heute ein wenig. So. Aha, und wo ist das jetzt? Oh Mann, nicht schon wieder. Ich glaube, wir bleiben mal oben. Ja, klar. Fall doch rückwärts die Treppe runter, ist super. Ich sehe es kommen, ich bringe mich hier einfach um. Ich bin im Augenblick ziemlich beschäftigt. Das ist mir doch egal. Weißt du, du laberst mich hier voll, hältst mich von meiner Arbeit ab, um mir zu sagen... Ihr habt euch gerade ein Kopfgeld verdient, nehme ich mal an. Was habe ich? Ich aber garantiert nicht. So. Bam, bam, badadadam, dam. Ich habe hier einen Ohrwurm. Oh, 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 oh. So, lass mich raten. Dieses hier ist eine Gastüsack. Also wieder ganz der Alte. Dank euch, was? Ja, genau. Ihr habt mir alle so furchtbar viel zu verdanken. Zum Beispiel auch der Tatsache, dass ich mich immer verlaufe. Warte mal. Das ist doch... Nee, das ist ja wieder hier, oder? Höher. Ich dachte es mir fast. So. Und wie kommen wir hoch? Da hat mir jemand einen großen Gefallen getan und einfach mal meine Lieblingsstadt in mehreren Ebenen aufgebaut. Ach so, ja. Höher. Höher ist gut und immer Treppen einfach hoch. Okay, geschafft. Dürfen wir da rein? Lasst mich raten, sie sind in einen geschützten Bereich eingedrungen. Darf ich die Leidensklinge anwenden? Wen frage ich das? Keine Ahnung. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Was ist er denn? Hallo? Ach, da oben. Na, dann gehen wir doch mal da raus. Mich hat niemand entdeckt, das war ein Fehler. Nee, bitte nicht schon wieder, das kenne ich doch alles schon. Okay, das ist ein Kollege. Da gibt es auch diese Wachleute. Aha, jetzt müssen wir da irgendwie hoch. Wenn wir jetzt noch rausfinden, wie. Dieser Dunkelelf könnte eine Pause gebrauchen. Yeah.
Ach, nicht ernsthaft, oder? Das ist völlig unfair. Ne, wie Wache? Ach du Scheiße, was soll denn das? Den kann ich doch gar nicht besiegen. Ich will doch... Oh Mann. Ah ja. Ne, lass mich in Ruhe. Wieso sind da Soldwachen? Ich glaub's ja überhaupt nicht. Seid ihr dumm oder hört ihr nur schlecht? Sei's drum. Erzählt das der Wache. Welcher Wache? Da ist keine Wache. Lass mich in... Spring da drüber, du Arschloch! Na komm, dann eben so. Och nee, noch mehr davon. Warum gibt's denn hier überall Soldwachen? Ihr wollt mich doch verarschen. Aha. Ja, 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 komm. Ach, bring mich um, lass mich in Ruhe. Ja, ja. Ja, lass mich doch. Jetzt sag nicht, wir kommen da nicht raus. Och, nö! Wachen sind echt unfair. Nur ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat, aber ich werde mich da nicht verstecken wie ein Feiger. Na gut, das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Wenn ich jetzt wüsste... Ach ja, so. Och nein. Lass mich raten, Wache. Hau ab jetzt! Bring mich um und ich raste aus. So, geh weg. Hau ab, nicht da hoch. Oh. Also Leidensklinge ist auch Quatsch. Wo ist das Arschloch jetzt? Das hat sich aber gelohnt. Ja? Und wo ist der hin, wenn er hier hoch ist? Also wenn ich mich darauf nicht verlassen kann, dass Leute dort sind, wo sie hingehen, dann haben wir ein kleines Problem. Denn hier? Ah ja, genau, ich weiß, wie man das heißt. Falsch. Ah ne, hier geht's lang. Ach Gott, eine Wache. Mhm. Ja. Wo soll das sein? Hallo? Tiefer. Mhm.
Aha. So, tiefer. Wie kommen wir denn tiefer? Was war das? Egal. Aha, jetzt wieder höher. Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja. Ich werde es ein bisschen verschummeln. Dann stirbt er halt ein paar Mal. Mhm. Na, wenn das nicht mal knapp war. Wachen. Wer hat sich denn sowas ausgedacht? Geh weg. Jawohl, danke schön. Das ist so. Peters? Jetzt. Warum komme ich denn da nicht rüber? Komme ich. Wo war denn der fucking... So, und jetzt geh bitte. Na? Was ist denn jetzt? Das geht einfach nicht. Geh raus. Alter. Bin ich jetzt aus den... Eieieiei. Naja gut, egal. Wir haben es irgendwie geschafft. Nicht schön, aber praktisch. Dürfen wir jetzt? Dankeschön. Ich weiß, dass ich da schon bin, aber... Ne? Ihr kennt aber die Wege direkt zum Liebesnest. Hihi. Jo. Na komm, mach. Sind wir hier richtig? Mhm. Nö. Egal. Wenn wir diese Liebesgilde-Sache hinter uns haben... Oh komm, steh auf. Na, mach... Hallo. Aufstehen. Reiten. Und abhauen. Ja, ich bin verrufen. Aha, während wir beide andere Geschäfte nachgingen, wurde diese besondere Lieferung aus einer Vergangenheit entdeckt und macht sie mit Piraten aus dem Staub. Ich muss sie retten, meine Kontakte in Abbaslande. Wann hat sie... Aha, warum? Aha, Heizahngrotte.
Wo ist die? Entschuldigung. Ja. Ach, das ist so doof. Nein. So, und das machen wir in der nächsten Folge.